Stefanie Popp hier. Hast du Angst vor der Endzeit? Ich glaube, viele Christen haben zumindest ein ganz, ganz ungutes Gefühl im Bauch, wann immer sie anfangen, über das Thema Endzeit zu reden. Ja, ich glaube, wir alle haben so ein bisschen das Gespür bekommen, zu verstehen, ja Mensch, wir sind in der Endzeit. Dinge haben begonnen, sich in Bewegung zu setzen. Die Bibel spricht ganz klar über diese Zeit. Viele Dinge haben sich schon erfüllt und es ist offensichtlich, und da stehe ich nicht allein damit da, Jesus kommt bald wieder. Ich weiß nicht, wie viele Jahre uns noch bleiben, aber es werden nicht mehr massig sein. Und diese Frage, Mensch, was kommt noch? Und wie komme ich damit zurecht? Was wartet auf mich? Das macht was mit einem, richtig? Und so hast du vielleicht dieses Gefühl, manchmal buchstäblich zu sagen, Mensch, ich habe echt Angst, ich habe echt Schiss vor dem, was kommt. Aber ich möchte dir eines sagen und eines zusprechen. Es gibt einen Weg, wie du sicher durch die Endzeit kommen kannst. Und zwar sah ich heute Morgen ein Bild. Und zwar hatte ich mit jemandem Gespräche und ich habe davor gebetet und Gott hat mir etwas gezeigt und es hat total zu mir gesprochen, ist mir so hängen geblieben. Ich empfinde einfach, dass dies auch ein Wort für dich sein kann. Und zwar sah ich in meinem Geist, sah ich einen Lichtreif auf dem Boden liegen. Ja, es war ungefähr im Durchmesser von 1 bis 2 Meter, war das wie so ein, nicht ein Kreis, sondern ein Reif aus Licht, ja, wie so ein Hula-Hoop-Reif, aber komplett aus Licht, und zwar nicht nur Licht im Sinne von Licht, sondern strahlend helles, gleißendes Licht. Und ich wusste einfach, das ist ein himmlisches Licht. Es ist Gottes Herrlichkeit, die da strahlt. Und außerhalb von diesem Kreis sah ich eine super wütende Hornisse, wie sie hektisch hin und her geflogen ist. Und ich konnte, also diese Hornisse hat buchstäblich ein Gesicht für mich gehabt. Ich konnte einfach ja den Ausdruck von Wut in ihrem Gesicht sehen und wie sie immer wieder versucht hat, in Richtung dieses Lichts zu fliegen. Aber sie wurde davon vertrieben. Sie konnte dem einfach nicht nahe kommen. Und in diesem Reif aus Licht stand eine Person. Und weißt du, das kannst du sein. Und ich möchte dir einfach sagen, du bist nirgends sicherer als in Gottes Gegenwart. Lass Gott das Zentrum deines Lebens werden. Dann bist du sicher, ganz egal, was kommt. Und das ist so eine Realität, die möchte ich dir einmal heute zusprechen. Ja, ich möchte dir sagen, du bist sicher. Du bist sicher in Gott, egal was kommt. Und ich möchte dich aber auch herausfordern und ermutigen, Gott wirklich noch mehr zum Zentrum deines Lebens werden zu lassen. Und vielleicht sagst du, ja, aber wie? Was gehört denn da dazu? Ich denke, ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass wir verstehen, dass Sünde uns von Gott trennt. Ja, wir dürfen ein Leben leben in diesem Bestreben, einfach in Reinigung, in Heiligung zu bleiben. Der Heilige Geist ist hier an deiner Seite. Er möchte dir helfen, einfach wirklich ohne Schuld und Sünde zu leben. Und wann immer wir uns versündigt haben, dürfen wir zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Ja, das Blut Jesu, es ist lebendig und es ist mächtig. Es ist mächtig, es ist deine Waffe und du darfst jeden Tag zu Gott kommen und dich reinigen lassen durch Jesu Blut. Aber dazu gehört auch wirklich, dass es für uns einfach ganz klar ist, ich möchte schuldlos leben. Ja, ich tue meinen Part dazu, einfach Sünde zu fliehen, wie die Bibel das sagt. Ja, wir dürfen uns nicht erlauben, irgendwie, ja, da so eine gewisse Achtlosigkeit in unserem Leben zu tolerieren, zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und ist ja nicht so viel und ist ja nur so ein bisschen hier und ein bisschen da. Nein, die Bibel ist da ganz klar, Sünde ist Sünde. Es gibt keine große und keine kleine Sünde. Es gibt nur Sünde und Sünde trennt uns von Gott. Aber Gott hat uns frei gemacht, damit wir ohne Schuld und Sünde leben können. Und passiert es doch, dann dürfen wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und wenn wir das tun, dann leben wir in seiner Nähe. Und Gott zum Zentrum werden zu lassen, bedeutet immer wieder zu sagen, Gott, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind für mich? Und hat irgendetwas anderes vielleicht
dich von deinem Platz verdrängt. Ja, Gott zum Zentrum werden zu lassen meines Lebens ist ein Prozess, in dem ich wiederum auch tagtäglich dranbleibe, zu sagen, Gott, du bist meine Priorität. Was möchtest du, wie ich leben soll? Was ist dein Plan für heute? Was sind deine Gedanken über meine Situation? Und. Das ist eine großartige Einladung von Gott an dich, einfach zu sagen, ja, Mensch Gott, du sollst immer mehr und auch heute das Zentrum und der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und weißt du was? Das ist mein tägliches Gebet. Ja, wenn ich morgens aufwache, bevor ich aufstehe, dann gehe ich in meinem Inneren das Vaterunser durch. Ja, ich liebe es aus der Passion Translation. Aber einfach zu sagen, oh Gott, du bist der absolute König, der in alle Ewigkeit regiert. Und ich sage dann, Gott, lass auch heute, sei du mein Zentrum, mein Mittelpunkt in meinem Denken, in meinem Fühlen, in dem, was ich tue. Ja, ich gehe dieses Gebet durch und es ist wie wenn ich einfach jeden Morgen sicherstelle, dass da in meinem Leben ein paar Säulen aufgerichtet sind, die unglaublich wichtig sind. Und das Wichtigste ist zu sagen, Gott, du bist mein Zentrum und du sollst der absolute Mittelpunkt meines Lebens sein. Und wenn du das tust, dann darfst du wissen, du bist sicher. Dann bist du in diesem Bild, in diesem Reifen aus Licht von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Und der Feind, er kann und er wird alles Mögliche versuchen, aber letzten Endes kann er dir nichts. Du wirst sicher und geborgen sein, auch im Hinblick auf die Endzeit. Und je tiefer du da hineintrittst in diese Realität, umso mehr wirst du auch sehen, dass wirklich Friede dein Innerstes erfüllt, dass du nicht mit Angst in die Zukunft schaust, sondern erfüllt mit dieser Zuversicht zu wissen, ich bin sicher in Gott. Und ich wünsche dir einfach von ganzem Herzen Segen und seine Nähe und einfach diese Offenbarung, dass er da ist und da sein wird. Er wird dich niemals verlassen. Okay? Dann ganz zum Schluss noch eine kleine Neuigkeit. Ich starte neu auf einer Plattform abseits von Social Media. Das heißt nicht, dass ich jetzt auf Facebook, YouTube und Instagram aufhöre. Ich werde dort weiterhin kurze Videos zur Ermutigung posten, Worte, die Gott mir schenkt. Aber wenn es um die Spirit Life Community geht, die shiftet zu einer Plattform, nämlich zu Patreon. Vielleicht kennst du Patreon oder im Englischen heißt Patreon, ist eine ähnliche Plattform wie Discord, vielleicht kennst du Discord. Es ist einfach ein Ort, nicht wie Social Media, sondern ohne Zensur. Es ist ein geschützter Rahmen, also nur der kommt hin, der auch zum Unterstützer wird, was bei Spirit Life möglich ist. Einfach ab 1 Euro pro Monat kannst du Unterstützer werden für Spirit Life. Und ich möchte dich ermutigen, ja, werde ein Unterstützer, aber werde auch Teil der Spirit Life Community. Ja, da treffen sich Menschen wie du, wie ich, die hungrig sind nach einem übernatürlichen Leben mit Gott. Und dort, nur dort auf Patreon finden wöchentlich Live-Sessions statt und vieles mehr. Also das ist der Ort dort, wo du wirklich Connection haben kannst mit anderen Christen, die genauso wie du sich einfach nach mehr vom Übernatürlichen sehnen und nach mehr einfach vom Prophetischen und von Gottes Stimme zu hören und einfach freigesetzt zu sein mit Gott, in Intimität zu leben. Ja, ich lade dich ein, geh auf den Link, den du in der Beschreibung findest. Es ist ganz einfach, sich da anzumelden. Es ist nicht schwierig, es kann jeder schaffen. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Aber sei Teil der Zukunft, sei Teil von dem, was kommt. Und natürlich vergiss nicht, auch dieses Video einfach zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und auf jeden Fall meine Seite, meinen Kanal zu abonnieren. Genau, in diesem Sinne, ganz viel Segen dir und bis bald.